Vielleicht manchmal aber auch gesünder. Ich könnte Michael anrufen, aber was soll ich sagen? Den Brief haben wir ja schon gelesen. Sind die Gehaltsabrechnungen vielleicht hier drin? Nein. Nicht hier. Das sehe ich. Fuck, wo könnten die denn sein? Hier sind sie. So, wir haben alles. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich für die Bewerbung brauche. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Hier unten. Na, triggert sich gleich irgendeine Erinnerung? Würde mich nicht mal wundern, wenn ich ehrlich bin. Sag ich doch. Ja, gut. Ich bin mir auch mit Mary Ann noch nicht so hundertprozentig sicher, ob die wirklich so die Böse war. Ich. Habe ich aber schon, wer Nein, weiß, wie nein, oft nein. gesagt. Nein, ich pack das jetzt nicht. Ich hab's gefunden. Nicht hier. Nee, ich hab's auch, ich sehe es auch. Warum ist das hier? Frage ist nur, wer ist das? Die. Hey, die. Endlich! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was hast du getrieben? Ja, sorry. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Okay. Ich wollte nur fragen, ob unsere Verabredung zum Essen noch steht. Ja, natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ach ja? Es klingt, als hätte ich dich aufgeweckt. Das scheint nur so. Wie dem auch sei, ich muss vorher noch einige Sachen erledigen, aber ich komme. Oh Gott, ob Okay, wir das Sister, nicht bis gleich. vergessen? Oder verchecken oder nicht schaffen. Reiß dich zusammen, Allison. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Zieh dich an. Und los geht's. Oder ich könnte ein Geschenk für die basteln. Mann. Ich zittere immer noch. Lizenz. Das ist cool. So. Gestern Abend war ich nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Vielleicht klappt's jetzt. Wird sich zeigen. Ich weiß es nicht, ob wir was machen. Oh. Machen wir das jetzt, oder? Oder macht sie jetzt im irgendwas? Ich meine, wenn wir schon zu ihr fahren, oder gehen, eher gesagt, kann man auch ruhig mal was machen. Also ich konnte sowas nicht. Nice, Mädel. Du hast es hingekriegt. Damit haben wir für die auch endlich was gemacht. Das ist schön. Die wird sich freuen.
Morgen. Hey, Ellie. Hey. Hi, Leute. Was macht ihr hier? Tessa und ich haben uns nach deiner Krankmeldung Sorgen gemacht. Sie hat im Café zu tun, hat mir aber einen Kokosnusskuchen mitgegeben, weil du es nicht zum Mittagessen schaffst. Das ist nett, Tom. Danke. Ich gehe schon mal rein, sonst friere ich mir noch den Arsch ab. Okay, danke. Ist Tyler heute nicht da? Wir sind mal ehrlich. Wir hatten Streit. Ich denke, wir brauchten einfach ein wenig Abstand voneinander. Tut mir leid, das zu hören. Du warst so froh über seine Rückkehr. Ach, schon okay. Wir kommen drüber weg. Das hoffe ich wirklich. Also, Tessa hat mir erzählt, was auf dem Friedhof vorgefallen ist. Ja, tut mir leid, dass es so heftig wurde. Aber wir mussten einfach verstehen, warum Marianne tat, was sie tat. Besonders Tyler. Oh, natürlich, natürlich. Das ist dir bewusst. Habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schuld hat? Entschuldige. Sie gab sich jahrelang die Schuld. Naja, sie war nicht alleine verantwortlich. Alle haben sich irgendwie schuldig gemacht. Gut, dass du das erkennst. Es scheint, als wäre dein Bruder, naja, nicht annähernd so nachsichtig, oder? Er war schon ziemlich schroff. Vor allem zu Eddie. Aber wir hatten genug von Leuten, die uns nur zu unserem Besten anlügen. Ja, natürlich. Völlig nachvollziehbar. Nur, es tut mir leid, dass du die ganzen Konsequenzen trägst. Ich hörte von dem Streit mit deinem Onkel. Ich hoffe wirklich, dass dein Bruder deine Opfer zu schätzen weiß. Wird er. Ich meine, das tut er. Tut mir leid, ich bin ziemlich durch. Oh, natürlich. Ruh dich nur aus. Sag Michael, dass er sich Zeit lassen kann. Okay. Danke für den Besuch, Tom. Mach's gut, bis bald. Wie dieser Untertitel nicht passt. Ich bin nicht damit überlegen, ob ich die ausschalte. Sorry, dass ich dich hängen lassen hab. Im Ernst. Fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja. Und auch, was sie mit seiner Verdauung anstellen. Was ist mit ihm? Er war noch nie so hilfsbereit. Ich glaube, er und Tessa machen sich ernsthaft Sorgen. Außerdem muss man im Wahlkampf nach seinen Bürgern sehen. Ja, vermutlich. Nimm dir ein paar Waffeln, wenn du willst. Das ist Eddies Art zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist ja süß. Aber ich hatte ein unmenschlich großes Frühstück. Also, nein, danke. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt raus aus der Lost Crossing. Naja, wir sind fast soweit. Stimmt's? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass alles ins Wasser fällt und ich dann hier festsitze. Für immer. Das wird nicht passieren. Wir haben einen Plan. Wie schön, dass du da bist, Michael. Danke fürs Kommen. Kaffee und ein freundliches Gesicht hatte der Doktor doch verschrieben, oder? Ich will mich einfach nur den ganzen Tag lang vom Fernseher einrollen. Vielleicht die letzte Staffel von Die Hexen von Eldam bingen. Dann mach das. Nee, ich muss meinen faulen Arsch für mein Treffen mit Dee hochkriegen. Allison, was ist los? Tyler und ich haben uns gestern gestritten. Ich war so froh, ihn zurückzuhaben, aber was, wenn 10 Jahre einfach zu viel sind und wir zu verschieden? Das glaube ich nicht. Ihr müsst euch nur wieder neu kennenlernen. Fangt einfach klein an. Findet heraus, was euer Lieblingsessen ist. Und dann langsam zu den wichtigen Dingen. Ja, Michael. Das ergibt Sinn. Die letzten Tage war viel los. Und es ist voll okay, überfordert zu sein. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Ich muss mich entspannen.
Vielleicht haltet dich das wieder auf. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Schau mal. Ziemlich cool, hm? Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt zwei große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. Liebling, willst du dein Zuhause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? Oh Gott. Alice, sieh mich an. Ist okay? Ich bin nur... Ich muss mich nur kurz setzen. Schon okay, ich bin ja da. Was ist los? Ach komm, wir machen es einfach. Ich glaube, wir können ihm trauen. Mein Herz schlägt wie verrückt. Immer, wenn ich esse, wird mir schlecht und... Und ich sehe Dinge. Erinnerungen von Mary Ann und mir und Tyler, als wir Kinder waren. Und Eddie und... Früher waren es Dinge, die meiner Meinung nach wirklich passiert sind. Aber jetzt sind sie überall. Und brüllen jeden beschissenen Gedanken aus, den ich je über mich hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Das ist heftig. Sorry, es... Dir sowas früher schon mal passiert? Gleich nach Marians Tod hatte ich viele Panikattacken, aber... Das war anders als jetzt. Komm her. Ich verstehe. Okay? Ich dachte mir einfach, er ist ein Best Freund. Man kann ihm einfach was sagen. Du musst mich für komplett verrückt halten. Nein. Ich glaube, du hast was echt Schlimmes durchgemacht. Und... Du warst nie in Therapie, oder? Ja, ich habe nach ein paar Therapeuten geschaut, aber die sind alle so weit weg und echt teuer. Naja, du weißt, wie es mir 2011 ging. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Und du bekommst bald Geld vom Hausverkauf. Für unsere Wohnung in Juno. Ich lass dich nicht einfach hängen. Hey, ich weiß, du hast es, andere zu enttäuschen, aber dein eigenes Leben geht vor. Ich verstehe das. Und Tyler auch. Danke. Ich versuch's. Ich muss echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler übernachtet da. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen will. Wenn du willst, gehe ich für dich hin und gucke, wie er sich fühlt und ob er reden will. Was meinst du? Ach komm, vielleicht funktioniert's. Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe nur, er spricht mit dir. Er war noch nie gut darin, sich neuen Leuten zu öffnen. Sicher? Ja, natürlich. Ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit Dee. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setze ich dich beim Laden ab. Klar, danke. Nein, Michael, danke dir fürs Zuhören. Ernsthaft. Dafür sind Freunde da. Meiner Meinung. Dee, wir sind auf dem Weg! Warte, wir sind fast... wir sind schon mal beim PDM gekommen.
Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. Das... Ja, warte. Ja, wir geben ihr die Sachen zu, wenn sie, denke ich mal, beim Essen... Hallo, Miss Ronan. Hey, Gregs. Hey, Allison. Was führt dich heute her? Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Oh, sieht aus wie Wildbären. Mrs. Romero muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Ja, gut. Dann essen wir die wohl nicht. Ach komm, warte mal. Woran arbeitest du? Der Chief hat heute Morgen einen Raser gestoppt und dabei illegales Wild gefunden. Ich nehme den Fall auf. Die lernen's echt nie, oder? Nö. Ja, ich geb ihr die Sachen lange bald. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Ich sollte eigentlich nicht lauschen, aber... Sie besuchen also die Familie, und um Elche zu jagen, richtig? Sie haben einen Schein für die Gegend bei Villas? Korrekt. Eddie ist da drin. Ach, er macht den Typen echt zur Sau. Ja, wenn er das nicht soll, dann ist es auch gut so. Wir waren zu früh im Pausenraum. Ich weiß nicht, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. This is your launch area. Keep it clean. Was los? Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat... Was gibt's bei dir? Forellenpastete und, Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, Darüber schweigen wir. Was liest du? Oh, über den Hafenstreik und den Ärger, den diese Leute uns allen bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind die? Haben wir auch gerade. Zu dem Zeitpunkt meiner Aufnahme. Hier ist das der einzige Weg, um sich... Zwar kein Hafen, aber wir haben Streiks. Hey, Gregs. Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Hey, Gregs. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Hab 2 Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Damit das nicht auffällt. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet.